Hallo Handwerker, hallo Trockenbauer, hallo YouTuber. Ja, ich habe vor einer Zeit lang mal ein Video gemacht, wo ich ein Netzwerk machen wollte, wo ich das erstellen wollte mit verschiedenen Handwerkern. Und ihr habt mir dann gesagt, weil ich euch gefragt habe, nee Dirk, lass die Finger davon. Da bin ich ja auch von abgekommen, habe das ja auch schon erklärt, warum. Aber ich möchte trotzdem ein Netzwerk machen mit meinen bekannten Firmen, die ich kenne. Das heißt, alle Firmen, die mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, wo ich weiß, die arbeiten gut und wo ich mit ruhigen Gewissens sagen kann, Leute, die könnt ihr anrufen, die machen euch ein Angebot und wo ich auch weiß, die arbeiten super. Das heißt, das ist natürlich dann flächenbezogen, also das ist bei uns hier der Kreis. Das heißt, ich zähle mal kurz auf, Gummersbach, Waldbröl, Köln, Bonn, Troisdorf, Siegburg, Altenkirchen, so der ganze Kreis. Also wenn ihr daherkommt, dann könnt ihr ruhig eine Anfrage stellen. Das ist dann so, dass ich die Firmen unter diesem Video drunter schreiben werde. Ich muss ein paar Firmen noch anrufen, ob das okay für die ist, dass die das überhaupt wollen. Also Elektriker, Installateur, Trockenbauer, Maler, halt all solche Firmen. Und ich denke mal, das wird euch auch helfen, weil ich halt sehr oft Anfragen von euch habe. Dirk, kannst du mir einen Installateur empfehlen? Kannst du das? Natürlich dann umkreisbezogen, klar. Aber habe ich auch schon öfters gemacht per Internet, per E-Mail, per Anruf, so dass ich euch da helfen konnte und will diese Firmen jetzt auch bei mir unter dem Video hier platzieren, so dass ihr wisst, ich rufe die mal an, mal gucken, was sie sagen, ob sie überhaupt vorbeikommen, wenn es nicht zu weit ist. In dieser Liste werden dann auch meine Moderatoren und Administratoren von Facebook drin stehen, die auch weiter weg sind. Da könnt ihr dann gucken, wo kommen die her, weil bei denen weiß ich auch hundertprozentig, dass die super Arbeit abliefern. Das sehe ich daran. Bei mir in der Facebook-Gruppe werden halt Fragen gestellt. Die werden von denen zu 100% korrekt beantwortet. Und die wissen, was sie tun, die wissen, was sie schreiben und wissen auch, was sie arbeiten. Und von daher kann ich das ruhigen Gewissens machen. Ich kann natürlich dann trotzdem für diese Firmen nicht meine Hände ins Feuer legen. Ich weiß nicht, wer kommt da auf die Baustelle, wer arbeitet bei euch. Aber ich weiß, dass es halt super Firmen sind. Und deswegen denke ich mal, kann ich das auch machen. Ja, das so dazu. Noch eins, ich kriege natürlich kein Geld dafür, dass die bei mir in der Liste stehen. Das mache ich alles von mir aus, um euch zu helfen, so dass ihr vielleicht wisst, ihr habt eine gute Firma am Start, bei euch am Haus, in der Wohnung oder wo auch immer. Und deswegen mache ich das eigentlich. Ja, das soll eigentlich nur dieses kurze Video sein. Das werde ich auch in allen Videos von mir verlinken, dieses Video, so dass immer der Zugriff auf die Datei beziehungsweise auf die einzelnen Firmenadressen gegeben sind. Und wenn ihr nicht so weit weg wohnt, könnt ihr natürlich diese Firmen anrufen. Alles klar, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis die Tage, euer Dirk. Tschö.